Was wusste Barack Hussein Obama und wann wusste er es? Heute Abend werden wir den größten Skandal des Machtmissbrauchs in der amerikanischen Geschichte aufdecken. Und er ist so klar wie nie zuvor. Barack wusste eine Menge. Wie viel er wusste? Wir werden heute Abend tief graben. Wie tief war der ehemalige Präsident in staatliche Spionage, russische Desinformation, staatsanwaltschaftliche Fehlverhalten und die Entlarvung bewaffneter Geheimdienste verwickelt? Alle Wege führen nun direkt in sein Oval Office. Und vor wenigen Augenblicken kam die Eilmeldung, dass der amtierende DNI-Direktor Rick Grenell nun versucht, alle Obama-Beamten zu deklassifizieren, die an der illegalen Enttarnung von General Flynn beteiligt waren. Wir werden das erklären. Das ist eine gewaltige Entwicklung. Auch Chuck Todd, er wurde bei der Manipulation auf frischer Tat ertappt. Fake News Schocker Humpty Dumpty. Fake News CNN hat eine Kernschmelze. Und die Kommunistische Partei Chinas versucht, unsere Covid-19-Impfstoffforschung zu stehlen. Und ein 300-prozentiger Anstieg der Obdachlosenlager in San Francisco auf dem Bürgersteig verursacht jetzt einen massiven Ausbruch. Nancy, vielleicht können Sie etwas Eiscreme mitbringen oder ein Obdachlosenheim mit all Ihren reichen Freunden und Ihren Multimillionen-Dollar-Villen in Ihrer bewachten Gemeinde bauen. Aber wir beginnen heute Abend mit unserer Top-Story. Und das ist Präsident Trump, der es Obamagate nennt. Nun beschuldigt Flynns Anwältin Sidney Powell den ehemaligen Präsidenten, sich an einem Komplott beteiligt zu haben, um General Flynn etwas anzuhängen. Und heute Abend gibt es große Neuigkeiten. Der amtierende DNI-Direktor Rick Grenell verspricht nun, die Namen aller Obama-Beamten, die an der Enttarnung von Generalleutnant Flynn während seiner Auslandsüberwachung beteiligt waren, zu deklassifizieren. Das ist jetzt eine gewaltige Entwicklung. Man darf nicht vergessen, dass die Obama-Regierung seit langem beschuldigt wird, Flynn und andere unsachgemäß bloßgestellt zu haben, um sich eine Hintertür zu erobern, um zunächst die Trump-Kampagne, dann sein Übergangsteam und später seine Präsidentschaft auszuspionieren. Tief in seiner Präsidentschaft, wie Generalstaatsanwalt Barr gesagt hat. Nun, dies kommt als neu veröffentlichte Verhörprotokolle des Geheimdienstausschusses, die der chronische Lügner Schiff versteckt hatte. Die zeigen, dass Obama ein ungewöhnliches Interesse an dem Fall gegen Generalleutnant Flynn hatte. Nun, am 4. Januar 2017, denken Sie daran, dass es nur noch 16 Tage bis zur Amtseinführung des Präsidenten waren, ist das FBI bei der Untersuchung von Geheimabsprachen mit Russland. Sie fanden keinerlei abfälliges Material über Generalleutnant Flynn. Sein Fall war so gut wie abgeschlossen, bis die Führung des FBI in Panik forderte, ihn wieder zu eröffnen. Und schon am nächsten Tag, dem 5. Januar 2017, traf sich Präsident Obama mit all seinen höchsten Geheimdienst- und Sicherheitsbeamten. Das waren Clapper, Brennan, Comey, Rice, Yates, Biden und andere. Und nach dem Treffen im Oval Office zog er dann sowohl FBI-Direktor James Comey als auch die stellvertretende Generalstaatsanwältin Sally Yates zur Seite, um über Flynn zu sprechen. Nun wissen wir aus Ende letzter Woche veröffentlichten Zeugenaussagen von Sally Yates, dass sie schockiert war, als sie erfuhr, dass Obama vollständig intime Kenntnis von Flynns abgehörten Telefonaten hatte. Ich würde sagen, dass er das wahrscheinlich am 20. Januar und in den letzten Stunden der Obama-Regierung illegal tat. Erinnern Sie sich an die nationale Sicherheitsberaterin Susan Rice? Erinnern Sie sich, sie ging zurück. Sie schickte sich selbst eine sehr ungewöhnliche E-Mail. Und was ist ein eklatantes CIA-Manöver? Sie bezog sich auf das Treffen am 5. Januar im Oval Office, das am 20. Januar, also 15 Tage später, stattfand, und sagte, Obama habe gesagt, er wolle, dass alle Ermittlungen nach Vorschrift durchgeführt würden. Das wurde 15 Tage zuvor festgelegt. Warum schreiben Sie das am Tag Trumps Amtseinführung? Warum gedenkt Susan Rice eines Treffens über Flynn im Oval Office? Alles nach Vorschrift machen, sagte Obama. Wird es noch offensichtlicher sein, dass die Person, die in 5 Sonntagssendungen über Benghazi gelogen hat, zu Tode erschrocken war, dass Obama Pläne schmiedet und dass seine Intrigen bald aufgedeckt werden würden? Jetzt, in den kommenden Tagen und Wochen, ergriff das FBI von Comey ungewöhnliche, aggressive und offen gesagt unethische Maßnahmen, um General Flynn zu verfolgen. Ein 32 Jahre dienender Veteran, der wusste, dass er ein unschuldiger Mann war. Comey, McCabe, Strzok und Co. lockten General Flynn am 4. Tag der neuen Regierung im Weißen Haus in einen Hinterhalt. Er rief übrigens den stellvertretenden FBI-Direktor McCabe zu sich. McCabe erriet General Flynn, er brauchte keinen Anwalt anwesend zu haben. Er wusste es besser. Sie änderten sein ursprüngliches Verhörprotokoll erheblich. Wir haben jetzt, seit Ende letzter Woche, diese Beweise. Und dann drehten sie General Flynn die Schrauben an. Sie drohten ihm mit Jahren hinter Gittern. Sie drohten, seinen Sohn einzusperren. Gerichtskosten hatten diesen Kerl schon einmal gezwungen, bankrott zu gehen. Er verlor sein Familienhaus.
Alles wegen eines Prozessverbrechens, von dem sie feststellen, dass es nie stattgefunden hat. Und trotzdem ist der ehemalige Präsident Obama übrigens immer noch auf Blutrache aus. Das Interessante ist nun, dass sowohl Susan Rice als auch Samantha Power sagten, oh ja, sie sprachen mit ihren Amtskollegen, bevor sie in das Weiße Haus Obamas eintraten. Genau das, worüber sie klagten, dass es General Flynn getan hätte. Nun ein Audio, das von Yahoo News erhalten wurde. Oh, der sehr scheinheilige, selbstgerechte, wütende Barack Obama ist geradezu apoplektisch, dass Flynn wahrscheinlich Jahre als verurteilter Verbrecher hinter Gittern verbringen wird. Wir werden seine Scheinheiligkeit und Doppelmoral in einer Sekunde erklären. Aber zuerst hören Sie sich das an. The fact that there is no precedent that anybody can find for someone who's been charged with perjury. Just getting off scot-free. That's the kind of stuff where you begin to get worried that basic, not just institutional norms, but our basic understanding of rule of law is at risk. Jemand, der des Meineids angeklagt ist, kommt ungeschoren davon und schadet und, oh ja, und bricht dann die Regeln, okay? Trotz allem, was Sie gerade gehört haben, Barack, vielleicht haben Sie vergessen, es gibt einen Präzedenzfall von Ihnen, einer Ihrer liebsten Militärarbeiter, General AD James Cartwright. Er wurde verurteilt, weil er das FBI belogen hat. Aber wissen Sie was? Im Jahre 2017, Barack Obama, der Heuchler, er erließ eine vollständige Begnadigung für seinen Lieblingsgeneral. Oh, die Rechtsstaatlichkeit ist in Gefahr. Mit anderen Worten, General Cartwright kam ungeschoren davon und er hat den Präzedenzfall geschaffen. Obama hat das getan. Natürlich ging es im Fall Flynn nie um ein einfaches Prozessverbrechen. Es war Teil eines größeren Komplotts zur Vernichtung des neuen Präsidenten. Sehen Sie sich die Zeitachse an. 15. August 2016. Peter Strzok. Er verglich dies mit einer Versicherungspolice für den unwahrscheinlichen Fall, dass Donald Trump die Wahl gewinnt. Am 2. September 2016 schrieb seine Geliebte Lisa Page eine SMS an Peter Strzok. Präsident Obama, Zitat, will alles wissen, was wir tun. Damit ist klar, dass Obama die Verfolgung nicht nur gut geheißen hat, sondern dass er sie auch zu orchestrieren scheint. Und jetzt versuchen sie, ihre Spuren zu verwischen. Also noch einmal die Frage heute Abend. Barack, was wussten Sie und wann wussten Sie es? Joe, was wussten Sie und wann wussten Sie es? Weil zu der Zeit alles, was der tiefe Staat tat, durch und durch korrupt war. Mehrere Mitarbeiter und Funktionäre der Trump-Kampagne wurden abgehört, vertrauliche menschliche Quellen ausspioniert. Sie logen, um Pfizer-Ermächtigungen zu erhalten. Sie nahmen Carter Page weg. Schauen wir mal. Bürgerliche Freiheiten, verfassungsmäßige Rechte. Er war Gegenstand von 4 betrügerischen Pfizer-Beschlüssen. Ein Jahr seines Lebens, das sich auf was stützte? Hillarys schmutziges russisches Desinformationsdossier, von dem wir jetzt anscheinend durch die Aussage von Podesta wissen, dass sie wussten, dass es aus Russland stammte. Jetzt wusste das FBI von Comey, dass das Material nicht verifizierbarer Müll war und es wurde von der Clinton-Kampagne gekauft und bezahlt. Das mahnt wiederholt vor dem ersten Pfizer-Antrag. Trauen Sie Steele nicht, Hillary hat dafür bezahlt und es ist nicht verifiziert. Und laut neu veröffentlichten Abschriften von Podesta wusste sogar Hillary Clinton genau, dass ihre Kampagne jemand dafür bezahlte, russischen Schmutz über Donald Trump auszugraben. Aber lassen Sie Ihr Herz nicht beunruhigt sein. Die Antworten scheinen jetzt zu kommen. Vielen Dank an die Generalstaatsanwaltschaft. Danke an Staatsanwalt Durham. Die Ermittlungen von Generalstaatsanwalt Barr schreiten jetzt mit Vollgas voran. Übrigens werden sie mit mehreren anderen US-Staatsanwälten in diesem Fall koordiniert. Und im Gegensatz zu früheren Ermittlungen des Generalinspekteurs geht es hier laut Generalstaatsanwalt Barr nicht um einen neuen Bericht. Nein, es handelt sich um eine strafrechtliche Untersuchung und eine Strafverfolgung, die hoffentlich in Arbeit sein wird, im Gegensatz zu diesen Generalinspekteuren. Sie können eine Grand Jury einberufen, Sie können Leute anklagen und Sie können sie strafrechtlich verfolgen. Und heute Abend haben viele jetzige und ehemalige Beamte Grund zur Besorgnis. Meine Quellen sagen mir heute Abend, dass einige von Ihnen jetzt einen Anwalt bei den namhaftesten und teuersten Anwälten in Washington, D.C. gefunden haben. Vielleicht wissen Sie, was auf Sie zukommt.